Sportklettern beim TV Ransbach findet manchmal auch im Freibad statt. Sieht schon cool aus, doch worum geht es eigentlich? Wir schnappen uns Bastian Stock aus Hilgard und lassen es uns erklären. Ja, Sportklettern insgesamt, und das ist ja in zwei Gruppen unterteilt, Liegeklettern und Bouldern. Und das ist jetzt ja ein Boulderwettkampf. Und da geht es halt darum, hochzuklettern in Absprunghöhe. Und normalerweise landet man auf einer Matte, aber jetzt halt im Wasser. Bouldern kommt vom englischen Boulder, dem Felsblock, und gibt dem Klettern ohne Seil und Gurt an einem Felsen den Namen. Jetzt ragt in Ransbach-Baumbach nicht gerade zufällig ein Felsblock über dem Schwimmbecken, weshalb man gerne auch mal nachhelfen darf. Die Idee zu diesem Event hat der TV Ransbach übrigens aus dem Netz. Im Internet kursierten Videos von einem anderen Wettkampf, der in einem Hallenbad stattgefunden hat. Es war ein Profi-Boulder-Wettkampf, 7 Meter hohe Wände. Und wir haben überlegt, kriegen wir das für Spaßkletterer auch hin. Bisschen niedriger, die Wände sind hier jetzt nur 4 Meter hoch. Aber trotzdem immer noch eine echte Herausforderung. Unterschiedlich steil und mit unterschiedlich schweren Kletterstrecken. Bei Bastian übrigens klettert auch der Bruder und der Papa und die Mama. Er selbst ist schon seit einiger Zeit dabei. Das mache ich jetzt ungefähr seit 4,5 bis 5 Jahren. Und wir waren vorher auch schon öfter in den Bergen unterwegs. Man braucht einerseits natürlich Kraft, um hochzukommen. Man muss auch viel nachdenken, um die Touren zu meistern. Also hauptsächlich betreibe ich es in der Halle. Aber zum Beispiel im Urlaub klettern wir auch manchmal draußen. Oder wenn das Wetter schön ist, gehen wir auch mal an den Fels. Oder ins Freibad, so wie beim ersten Boulder Cup des TV Ransbach im Juli. Eine Klettergruppe gibt es dort übrigens schon seit 12 Jahren. Recht spontan baute man damals eine Kletterwand mit Seilsicherung. Später folgte eine Boulder-Ecke und auch eine Außenkletterwand. Seither gibt es regen Zuspruch, nicht nur im Verein. Bei der Premiere des Cups hatte man bewusst Platz geschaffen für alle. Vom Landeskaderathleten bis zum Anfänger, der zum ersten Mal kletterte, waren alle willkommen. Und das auch in allen Altersklassen. Das kam an, freie Plätze gab es am Wettkampftag keine mehr. Was fasziniert Britta Hilpert am Sportklettern? Dass es eine besondere Sportart ist, macht nicht jeder. Es ist spannend, es ist sehr kommunikativ, man unterhält sich viel dabei und überlegt, wie kriege ich diese Kletterprobleme gelöst. Beim Boulder Cup ging es am Ende übrigens für alle ins Wasser, egal ob sie die Strecken gemeistert hatten oder vorher abrutschten. Wer nun Lust bekommen hat, der kann immer donnerstags vorbeischauen. Bei den Kids darf man reinschnuppern, muss dann aber auf einen freien Platz warten. Bei den Erwachsenen, beim Sportklettern heißt das ab 14 Jahren, sind in der Regel noch Plätze frei. Weitere Infos gibt's im Internet.